Hi Fans, ich bin's, Flashtiger Serti, hier mit einem weiteren Halo 4 Commentary. Hier seht ihr ein Gameplay von Imperiously. Danke fürs Gameplay, hier spielt der Regicide auf Dispatch. Dispatch haben wir auf diesem Kanal noch nicht gehabt. Schöne Map, schönes Ding. Darauf will ich heute nicht eingehen. Ihr habt gerade gehört, ich habe Flashtiger Serti. Ach ja, wollte ich nur sagen, Leute. Ich bin etwas erkältet, deswegen nicht wundern, falls die Stimme irgendwie komisch ist oder so. Aber gut. Ja, ihr habt gerade gemerkt, ich habe gerade Flashtiger Serti gesagt. Das hat einen bestimmten Grund, dass ich jetzt nicht mal Illuminaten vielmehr sage. Und zwar hat das jemand vielleicht von euch mitbekommen. Und zwar habe ich einen Community-Kanal mit dem Stachy und Vanny aufgemacht. Und danach habe ich halt German Halo Nation übernommen. Warum, weshalb, könnt ihr in diesem Video sehen. Kann ich hier wieder Eigenwerbung machen? Ach, ich mache das so gerne, dann kann ich so sagen. Klickt nach oben, da kommt ihr zum Video. Da wird erklärt, was mit German Halo Nation passiert. Was ich da für eine Rolle spiele und. Da wird auch bald wieder Content kommen, also keine Sorge. Das wollte ich nur kurz ansprechen, ein bisschen Werbung machen, falls ihr euch wundert, dass hier weniger Content kommt als sonst. Deswegen, da wird schon was kommen. Das ist ein Community-Channel. Guckt da einfach mal vorbei. Und da ist es eigentlich gesagt. Deswegen sage ich auch Flashtiger HD, damit nicht tausend Namen rauskommen, weil das heißt jetzt Halo Cluster HD. Dabei ist jetzt Flashtiger HD, also meine Persönlichkeit da. Und dann noch Illuminator 1400, ich glaube, da werden wir alle kirre. Deswegen sage ich jetzt auf diesem Kanal auch immer Flashtiger HD, der Kanal heißt so. Der Gamertag ist mir jetzt nicht so wichtig wie der Kanal, also ich hoffe, ihr habt es verstanden. Ich will einfach niemanden mehr verwirren, falls jemand auf den Kanal kommt und sagt, hey, jetzt ist hier nicht Flashtiger HD auf Flashtiger HD, wenn ich der Illuminator 1400. Und deswegen sage ich das jetzt so. Ich hoffe, ich habe nicht so kompliziert gemacht. Ich hoffe, ihr habt es verstanden. Und mein zweites Thema, was ich ansprechen wollte, und zwar habe ich eine Umfrage gemacht in meiner Freundesliste auf Xbox Live, was ihr davon hält, hat die KD eine aus, also sagt die KD aus, wie gut ein Halo-Spieler ist, speziell auf Halo. Und ja, ich habe das aus Versehen mit Google Smart, ich wollte schon Google Smart vorsagen, Google Smart Glass, habe ich jetzt auf meinem Smartphone. Und da habe ich das mit verschickt, weil das schneller geht, da kann ich alle Freunde so anwählen, pick, 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 geht einfach schneller als auf der Konsole. Und dann habe ich Nachricht gesendet geklickt, klick. Und dann stand da, konnte nicht gesendet werden, Verbindungsprobleme oder ist nicht in ihrer Freundesliste drin. Ja, da habe ich gedacht, diese Aussage sagt mir jetzt, klicke ich nochmal drauf, es hat nicht funktioniert. Nochmal drauf geklickt. Wieder nicht funktioniert, nochmal drauf geklickt, wieder nicht funktioniert, wieder drauf geklickt und wieder nicht funktioniert. Bin ich dann näher an den Router gegangen, habe ich gesagt, ach, vielleicht funktioniert es wieder nicht. Habe ich gesagt, ach, mache ich gleich. Und dann war ich auf meiner Xbox wieder ganz normal und habe dann ein bisschen gespielt. Und dann habe ich gesehen, oh, warum habe ich denn schon 17 Nachrichten bekommen? Ja, da war die Hälfte von, warum hast du mir so viele Nachrichten geschickt? Jetzt habe ich letztendlich, glaube fast an jedem 6 bis 10 Mal geschickt. Also 6 mal 10. Ich habe 100 Freunde gehabt zu der Zeit. Also um die 10. Am Ende im Rechnen um die 1000 Nachrichten verschickt und ich habe das nicht bemerkt. Und da kann ich mich schon vorstellen, dass ich so Nachrichten wie Hurensohn bekomme oder Spam mich nicht voll. Das habe ich leider nur die Hälfte bekommen. Was heißt leider nur die Hälfte? Die Hälfte bekommen. Also ich habe da jetzt schon ein paar Ergebnisse bekommen. Von den Meinungen habe ich mir auch schon angehört und so und geguckt, was da noch so ist. Und deswegen habe ich gesagt, erwähne ich das hier in diesem Kommentar und möchte mich auch nochmal bei allem entschuldigen hier aus meiner Freundesliste. Und das wollte ich dann sagen. Ihr könnt mir einen Kommentar schreiben. Ich werde jetzt die Kommentarfunktion hier. Ich glaube, ich weiß nicht, ob das noch geht, aber das hat früher. Ging das noch? Habe ich noch nie gemacht. Aber man kann das so einstellen, dass man die Kommentare nicht sieht. Nur ich kann die sehen. Nämlich, ich will das noch ein bisschen spannend halten. Also könnt ihr mir in die Kommentare schreiben. Eine Antwort zu der Frage: Hat die KD etwas zu der Stärke eines Halo-Spielers oder beziehungsweise wie gut er ist zu sagen? Das könnt ihr mir einfach unten in die Kommentare schreiben. Und ja, jetzt habe ich die 4 Minuten hier geredet. Ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht. Ihr habt wieder was von mir gehört. Und dann beim nächsten Mal werdet ihr ein Gameplay von dem Stay Bliss sehen. Also, keine Sorge, dein Gameplay kommt auch noch. Und dann kommt wieder eine Diskussion hier auf dem Kanal, wie ich das letzte Mal beim Teabag gemacht habe. Was ich hier auch eben als Bild verlinken kann. Falls euch das Thema Teabag interessiert, klickt einfach mal drauf. Oder hier rechts auf Halo Cluster.de könnt ihr auch mal besuchen. Also das alte German Halo Nation. Und euch das Anfangsvideo ansehen, Entschuldigung, um zu erfahren, was da so passiert, um was ich da für eine Rolle spiele, um was Fanny und Stachy für eine Rolle spielt und was ihr da machen könnt. Ja gut, ich möchte euch nicht weiter aufhalten. Ich wünsche euch dann noch einen wunderschönen Tag, schöne Spielzeit und auf Wiedersehen. Tschüss!